Hallo und herzlich willkommen zum Thema Sinterschichten Teil 2. Ja, wie entsteht sie eigentlich genau und wie hast du sie zu entfernen? Was gibt es da für zwei Möglichkeiten, zwei Wege, um eine Sinterschicht zu entfernen? Und damit du einfach dein Ergebnis erreichst, was du auch am Ende haben möchtest, anstatt dass du vergisst, dass es so etwas gibt, die ganze Mühe machst, den ganzen Weg gehst und die dann von vorne gehen musst. Ja, das wollen wir vermeiden. Deswegen gibt es dieses Video, deswegen möchte ich dich unterstützen, dass du auch deine Ziele erreichst. Und entweder abonnierst du jetzt den Kanal oder machst es später, wenn du überzeugt bist, dass das was bringt hier. So. Es geht los nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, zuerst einmal, wie entsteht eigentlich eine Sinterschicht? Du weißt aus dem anderen Video, aus Teil 1, was hier oben übrigens verlinkt ist, wenn du es noch nicht gesehen hast, guck sie übrigens vorher an. Du weißt aus diesem Video, was eine Sinterschicht jetzt ist, im Sinne von, dass es zum Beispiel Kalkhaut auch genannt wird. Also es ist eine Kalkablagerung, okay. Eine Kalkablagerung, also wird Kalk irgendwo abgelagert. Wenn du einen Gipsputz verarbeitet hast, dann musst du ja trocknen. Und in diesem Trocknungsprozess hast du ja Wasser in diesem Gips. Also du hast den ja vorher angemixt sozusagen, angemacht, sagt man dazu auch fachlich. Und diesen Gips hast du aufgetragen und jetzt muss der trocknen. Und in diesem Trocknungsprozess hast du Kapillarwasser zwischen den Gips. Ja, musst du dir so vorstellen. Und dieses Wasser nimmt jetzt diesen Kalk aus dem Gips und weil Kalk viel leichter ist als Wasser, wird es nach oben kaum sichtbar für uns, für unser menschliches Auge, sobald es noch nass ist, wird es nach oben geschwemmt. Und ganz oben setzt er sich dann ab, lagert sich ab, es trocknet und eine Kalkhaut entsteht. Du weißt vielleicht, wenn du dir einen Tee machst oder so, ja, ich nehme immer als bestes Beispiel Tee, du kochst dir Wasser auf, machst deinen Teebeutel rein oder was auch immer, schüttest den auf und wenn der kälter wird, dann landet das Kalk, was im Wasser ist, ob mehr oder weniger, kommt drauf an, landet oben, bildet eine kleine Haut und sobald du den Teebeutel einmal so hoch und runter machst, reißt diese Haut auf. Ja? Das ist auch eine Kalkablagerung. Ich glaube, besser kann man es nicht erklären. Es ist einfach genauso halt mit deinem Gipsputz. Und dennoch gibt es vier Faktoren, die eine Sinterschicht begünstigen. Punkt Nummer eins, was eine Sinterschicht begünstigt, ist ein zu hoher Wasseranteil. Ja? Also du hast eine längere Trocknungszeit. Deswegen hat dieses Wasser und der Kalk noch länger Zeit, sich oben abzulagern. Hat auch weniger Widerstand. Ja? Die Räume sind weiter auseinander zwischen Gips. Ja? Gibt's ja nicht. Und das kann sich viel besser oben ablagern. Punkt Nummer zwei, zu lange Bearbeitung. Ja? Also wenn du noch später verfilzen möchtest oder vorher noch glättest oder so, damit reißt du es alles nochmal auf und diese Schicht wird immer nochmal zerstört und zusätzlicher Kalk kann mit an die Oberfläche. Ja? Deswegen begünstigt das auch nochmal die Sinterschicht. Punkt Nummer drei, eine unzureichende Belüftung während der Trocknung. Ja, also du hast einen Raum, da hast du jetzt den gesamten Raum mit Gipsputz einmal überzogen und du machst aber kein Fenster auf und du hast keine Luftzirkulation. Also befindet sich die ganze Feuchtigkeit in der Luft, in der Raumluft. Ja, also die Raumluft ist gesättigt mit der Feuchtigkeit, die vom Gips kommt, kann aber nicht weg und deswegen steht sie sozusagen mit im Raum und zusätzliches Wasser aus der Wand kann nicht wirklich noch weiter in den Raum, weil zum Beispiel alle Plätze im Kino zum Beispiel schon besetzt sind. Ja? Also wenn du dir das vorstellst, dass deine Raumluft Plätze hat, wie im Kino, dann ist die jetzt voll. Die Vorstellung ist geschlossen. Ja? Da kommt nichts noch weiter in die Raumluft rein an Feuchtigkeit und bleibt somit in der Wand. Also muss der Gips sein Übriges tun, der bindet ja chemikalisch ab. Ja? Dennoch hast du eine Feuchtigkeit noch in der Wand. Und das begünstigt, dass sich der leichte Kalk an die Oberfläche setzt. Ich werde das noch so oft wiederholen, dass sich dieser leichte Kalk oben an der Oberfläche befindet, ja, damit du das auch behältst. Und Punkt Nummer 4, zu kühle Temperaturen im Raum. Ja? Also du weißt es ja sicher selber schon aus dem Wärmebrücken-Video, dass eine Wärmebrücke, ja, Wärme möchte immer zu Kälte, die möchte sich immer mit Kälte verbinden
Und somit ist die Raumluft sozusagen schon feucht da. Also zumindest hier in Deutschland ist kalte Luft meistens feucht und warme Luft ist so puptrocken, so kann man sagen. Und deswegen nimmt die Wärme ja eigentlich auch bei einer guten Zirkulation, beim guten Wärmeaustausch, nimmt die Feuchtigkeit mit nach draußen. Aber wenn die Kälte und die Feuchte schon im Raum sind, wo soll denn die andere Feuchtigkeit noch hin? Volles Kino. So entsteht eine Sinterschicht also. Doch wie entfernst du sie jetzt? Du musst sie entfernen. Du weißt es aus dem anderen Video, warum du sie entfernen musst, aber wie kannst du sie jetzt entfernen? Es gibt zwei Wege und die werde ich dir jetzt erläutern. Also unumstößlich ist der Punkt, dass sie gänzlich entfernt werden muss. Ja? Also nur ein bisschen anschleifen, entfernen sie mal ganz. Also es ist einfach viel sicherer, wenn du sie ganz entfernst. Ja? Und so muss es auch gemacht werden in den allgemein anerkannten Regeln der Technik. So. Und so wird es gemacht. Entweder mechanisch oder chemikalisch. Also mechanisch würde ich auf jeden Fall zu einem Schwingschleifer bzw. Exzenterschleifer tendieren, weil der einfach besser in der Hand liegt. Du kommst schnell voran. Vielleicht nimmst du auch die ganz große Version als Giraffe. Ja? Damit kommst du einfach viel schneller voran und erzielst auch dementsprechend glatte, gute Ergebnisse. Apropos glatt, großer Tipp, nimm nicht zu grobes Schleifpapier. Die Sinterschicht ist wirklich nur ein paar Mikrometer dick. Die ist jetzt keinen krassen Zentimeter oder so, ja. Du musst nicht nochmal runterhobeln, was geht. Vor allen Dingen, wenn du eine glatte Fläche haben möchtest. Ich tendiere da wirklich zu 150er Schleifpapier, vielleicht noch feiner, je nachdem, was du da vorhast, ja. Und zweiter Tipp, achte natürlich, dass es auch wirklich gut getrocknet ist. Also, dass die Feuchtigkeit komplett weg ist. Ansonsten ist das Schleifpapier schnell voll. Egal, ob Schleifgitter oder Schleifpapier, es ist gefüllt mit Gips, ja. Dann weißt du auch, der ist noch nicht richtig durchgetrocknet. Abgebunden hat er sicherlich schon, aber noch nicht durchgetrocknet. Lass es also gut durchtrocknen, bevor du da irgendwas schleifst. Ja, kommen wir zum Punkt 2, wie du eine Sinterschicht entfernen kannst, und zwar chemikalisch. Chemikalisch hört sich jetzt so ein bisschen wissenschaftlich an, aber im Prinzip gehst du einfach zu deinem Fachhändler deines Vertrauens, holst dir ein Mehrfachfluorat und dann erreichst du nämlich, dass die Kalkschicht, die Kalkhaut, die Sinterschicht sich auflöst. Und zwar hast du einmal das Fluorat, was übrigens in pH-Wertsprache sauer ist, es ist eine Säure, und du hast Kalkhaut, und der Kalkhaut. ist alkalisch bzw. basisch, also genau das Gegenteil. Ja, und wenn du die beiden jetzt kombinierst, ja, dann erreichen die sich in der Mitte, eine Neutralisation findet statt, die Kalkschicht ist sozusagen entfernt, also die löst sich auf. Und durch diese Neutralisation hast du auch durch das Mehrfachfluorat eine Haftung. Es wird eine Haftung erschaffen und der Untergrund ist nicht mehr ätzend. Hier oben findest du übrigens ein pH-Wert-Skala-Erklär-Video, damit du das ganze pH-Wert technisch noch ein bisschen besser verstehst, wenn du daran interessiert bist. Übrigens, Dinge, die du zu beachten hast beim Fluoratieren, wie man fluoratiert und so, habe ich dir eine dreiteilige Serie abgedreht. Die kannst du dir hiernach direkt angucken, damit du jetzt zum Beispiel, wenn du gerade vor deiner Wand oder in deinem Raum stehst, weitermachen möchtest, aber nicht weißt, wie und deswegen dir dieses Video anguckst, gleich weitermachen kannst. Und deswegen möchte ich dich eigentlich auch nicht lange aufhalten. Du weißt jetzt, worauf es ankommt, wie sie entsteht, wie du sie entfernst. Also viel Spaß, dein Malermeister Maxides.